Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Hey, Elizabeth, ist... Alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Oh. Dann mal herzlich willkommen zu Iron Talk. Bioshock Infinite. Okay. Netter Einstieg. Netter Einstieg. Ich dachte, ich kann es umstellen auf Frankreich, aber... Paris, aber... Ja, danke schön. Oh, Scheiße. Oh, die Strafkolonie. Oh, okay. Daisy, die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Oh, danke schön. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Okay. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Eine Kuh. Ja, ist er gefeuert? Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Okay. Ja, hören wir uns mal das Audio an. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist, aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Oh, okay. Neue Fähigkeit. Achso, ja. Erhöht den Schaden und verleiht Fähigkeit zum nächsten Sprint zulassen Hass. Keine Ahnung. Wir lassen das mal. Oh, tödliches Herz!
Okay. Taktschruppen. Wir durchsuchen natürlich hier erstmal alles. Ach so. Muss ich jetzt nichts so sagen, oder Jungs? Na, mach bloß keine Dummheiten hier. Dieses privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Ja, schon okay, schon okay, schon okay. Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr zu kurz kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Nun, er sagt, haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, du wirst für dumm verkauft. Und Freund, du bist nichts als ein Sklave. Aber das könnt ihr diesen Wichtigtouren sagen. Sagt, ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Finkarbeiter. Und stolz. Okay. Dann tränkte man alles mit Speiseöl und entzündete es. Taylor wurde vor etwa 600 Sklavereigegnern. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber ist egal. Okay. Chance, Nahkampfziele in Brand zu setzen. Und das hier. Du bist jetzt kurzzeitig unverwundbar, wenn deine Gesundheit durch Snacks oder Kicks anlegst. Ach so, okay. Ja, nö. So behandelt man aufrechte Menschen in den Vereinigten Staaten von Unamerika. Ich wollte eigentlich gar keinen Stress machen, ja. Fuck. Ich erzähl dir eine. Ja, ich bin schon richtig. Okay. Ich wollte doch gar keinen Stress machen. Okay. Ja, da muss ich doch hier. Was haben wir hier? Ein Scharfschützengewehr.
Ne, ich behalte mal lieber hier. Mein Maschinengewehr. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hey! Hey, jetzt warte nicht. Doch mal! Gehen Sie weg! Nein! Warte! Fuck, wo ist sie hin? Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! Elizabeth! Lassen Sie mich! Jetzt warte doch! Gehen Sie weg! Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Hauen Sie ab! Oh, verdammt! Ich werde nicht mitkommen! Geh nicht da rein! Ich habe keinen Bedarf an Leuten wie Ihnen! Nein, nein, nein! Nein! Loslassen! Wir haben Sie! Fuck. Es muss einen anderen Weg geben. Okay. Nee, Panzerfaust nehmen wir jetzt nicht mit. Dann hören wir uns das hier an. Man nannte Slade ein Monster und einen Verräter. Ich muss aber zurück. Ich kenne die Männer, die mit Captain Slade in der Hall of Heroes starben. Es ist keine Schande, zu ihnen zu gehören. Die Schande liegt bei uns, die wir uns vor der Halle versammelten. Nicht wir waren es, die vielen. Und ich empfinde Neid auf die, die unter seinem Banner starben. Ich will noch gucken, ob ich irgendwas übersehen habe beim Vorbeirennen jetzt hier. Okay, die Dinger sind wieder oben. Sehr schön. Ich will nur wissen, ob ich irgendwas vergessen habe, übersehen habe hier. Aber es sieht nicht danach aus. Nö. Schade. Es tut mir leid. Aber ihr wisst, wenigstens einmal gucken, was wenn jetzt so eine gelbe, blaue, rote Flasche gewesen wäre. Hätte ich mich doch schon ein bisschen geärgert. Na gut, war es leider nicht. Dann rennen wir so durch. So, da ja hier gleich die Tür war, rechts von uns, gehen wir natürlich zur Tür. Achso, Munition für die Pistole. Ah, ich will kein Scharfschützengewehr nehmen. Das hat mir einfach zu wenig Munition. Ja. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. In Kürze kommt ein Handyman und holt sie ab. Okay. Schluss jetzt, sei still! Lassen Sie mich los! Nehmen Sie die Hände weg! Die Klappe! Loslassen! Hauptstock will dich haben und wir tun ihm den Gefallen! Sei endlich still! Ist da wer? Dort ist er! Jetzt verliert Papa ganz viel Geld.
Okay. Ich nehme jetzt nochmal Zauberzeug. Du bist nichts Besonderes. Das wird schnell gehen. Da ist er. Falsche Hilfe! Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Okay. Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchisten tun? Erinnern Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich frage euch, wo werden sie sein, wenn es draußen kalt ist? Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Ja, seht ihr nicht, was die Vox Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Mal gucken, kriegen wir eine Antwaffe? Oh Gott, Upgrades über Upgrades über Upgrades. Wahnsinn. Ja, okay, gut. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich hier gleich Levelende ist, aber wir machen trotzdem weiter. Ich wusste es. Zukunft ist Funktion. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ganz klar. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt kein Geld mehr von ihr bekomme. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt nur Menschen den Fleiß, was kommt da? Danke, Lang. Whisky, Frauen und Glücksspiel. Gequatsche. Das hören wir uns an. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber
Wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein. Dazu braucht man Fink. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Fertig. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Okay. Trotzdem guckt Papa, ob er irgendwo noch was findet. Nee, hier ist nichts. Lastenaufzug. Ich habe keine Ahnung, wo sie den gesehen hat, aber ist okay. Ich weiß, dass du da bist. Halt. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Gut so. Für das Vaterland! Ich versuche Nachschub zu liefern! Aus der Decke, Alter, die Leute! Okay, Blitz. Was? Von wo denn? Finde schon was. Okay. Puh. War jetzt gerade doch sehr viel mit Emal an Gegnern. Aber Lockpicken immer mit. Ja, es war mir klar, dass wir da rein müssen. Okay. Aber erst versuchen wir hier alles ab. Wir brauchen Geld, wir brauchen Munition, wir brauchen einfach alles. So. Munition für Repetier, okay. Gibt's neue Waffen? Demnächst. Cool. Irgendwelche Sie schon Rote. Heute die Produkte von morgen. Oh, was ist das, ja? Achso, den Schock. Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Jojo, müssen dran vorbei. Das sind die Waffen Upgrades, die können wir jetzt nicht nehmen. Mal gucken, hier ist noch was drin. Hier ist nichts drin, auch nichts. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Also, okay. Sie versorgt uns also immer noch mit den ganzen Scheißstoff. Hm. Das ist sehr gut. So. Okay. Haben wir ein bisschen Munition? Wir haben wieder. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt ein Robotergegner wieder. Okay, wir gehen hier rein. Nein. Ja, das nehmen wir mit. Lockpick und so weiter. Okay. Halt, hier. Was haben wir hier? Ein... Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge.
Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Okay. Booker, da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, ab nach Frankreich am besten. Die Hyäne ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Nein. Oder eine Biene, die krank macht? Nein. Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Fleißig, fleißig und sterben. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja, der Mann hat ein Ego. Ja, ein großes Ego. Goldene Statue und eine Silberuhr. Mhm. Aber mit dir kann ich leider nicht reden. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Ah, ja. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Okay, ein Revolver. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? 15 Minuten. Wer bietet 14? Höre ich 14? 10! 10 Minuten. Wer bietet 9? 9! Ich biete 9! 9 Minuten lautet das Angebot. Wer bietet 8? 9 Minuten. Wer sagt 8? 8! Wir gehen auf jeden Fall zum Uhrenladen. Munition auffüllen. 15 Sekunden. 6 Minuten. 5! 5 Minuten 50. Ich schaff's in 5,50. 5,50. Ich sagte 5,50. Jemand unter 5,50? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Im
Benötigt wird ein Rohrleger, ein Leck in der Pearl Street. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18! 18 Minuten sind jetzt geboten. 17! Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14! 14! Wir stehen bei 14 Minuten. 10! 10! 10! 59! 59! Jemand drunter? 9 und 10! 9, 10! 9! 9! 9! 8, 33! Ich höre 8, 33! 8, 33! 8, 33! Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. 8 Minuten 33 hat er. Ich brauch den Job! Okay. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Keine weiteren Jobs für heute. Geht heim. Geht heim. Nein, ich brauch den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit, Arbeit, los, Arbeit. Verschwindet. Geht nach Hause. Okay. Also, Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ein Unternehmen ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Dann gibt es die Kühe. So. Sie liefern Fleisch, Elizabeth. Milch, das kriege ich hin. Und sie arbeiten. Das ist sehr gut. Und dann, dann gibt es noch die Hyänen, die Unruhestifter, die immer nur die Pferde scheuen. Hey, wir sind in Captain Hooks. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Sieht aus, als hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. In den Good Time Club, okay. Dann müssen wir mal suchen. Da ist der Good Time Club, okay. Aber wir gucken, wo der Uhrmacher ist für Vorräte. Okay, weiter können wir nicht laufen. Da können wir wohl jetzt nicht rein. Oh. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung warum. Komm zurück und kämpfe! Okay. Der ist echt knüppelhart, der Revolver. Seit guten Mutes. Historiker berichten, der Maler Seurat wollte für seine Kunst kein Geld. Und George Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, wenn man ihm nur einen Dollar pro Jahr bezahlte. Also, haltet Geld hier, und Beruf für die Kasse. Stets auseinander. Gut. Ja. Wir müssen erstmal in den Time Club da hinten rein. Ach Mann, ey, ich wollte hier nicht rumballern. Ich wollte nur hier dran vorbeilaufen. Der hat mich doch angegriffen, die Drecksau. Ja, wir müssen in die Richtung, okay. Hören wir uns hier noch an. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und hab mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Okay. Alter Seemann!
Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Gehen wir rein. Okay. Ab nach Good Time. Okay. Ah, ich sehe schon wieder. Wir haben schon wieder die Zeit erreicht. Die halbe Stündchen sozusagen. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden uns hier verabschieden, ja. Und gucken uns dann sozusagen Good Time sozusagen beim nächsten Mal an. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch.